Hallihallo, hier ist die Mandy vom PAM-Team und heute treffen wir uns wieder zum Education für unsere Mission, die Welt nach der Krise schöner machen. Und auch dabei ist wieder unser Pedro. So, und heute wollen wir euch einladen, mal kennenzulernen oder auch vielleicht unsere Ideen mit aufzugreifen von der Technik, von der Kolorationstechnik, die unserer Meinung nach mit zu den wichtigsten im Friseurhandwerk zählt, und das sind die klassischen Foliensträhnen. Genau. Wir möchten euch die klassischen Foliensträhnen mal auch in einem anderen Licht präsentieren. Es ist die erste Technik, die wir mit unseren Koloristen trainieren, und zwar klassisch, ganzer Kopf. Wir beachten dort Grundregeln, die wir trainieren, perfektionieren, bis es sitzt, auf Zeit, auf Perfektion, auf Nähe am Ansatz. So, also hier seht ihr nochmal sehr schön die klassische Variante der Kreativ Classics. Sehr schön umgesetzt, ein sehr schöner weicher Verlauf von den Farben. Und ich würde vorschlagen, wir starten einfach mal und zeigen euch, wie wir das bei uns im Salon so umsetzen. Bevor wir anfangen, unterscheiden wir zwischen drei Webungen, und zwar fein, das wären 5 bis 7 Strähnen. Hier zum Beispiel seht ihr normale Strähnen. Ihr seht deutlich, wo eine Strähnung stattfindet. Und dann könnt ihr natürlich mit mittleren Strähnen den Farbkontrast zwischen Naturhaar und einer Strähnung stärker erscheinen lassen. So, ihr schafft eure straffe Basis, fädelt eure gewünschte Strähnenstärke zwischen 4, 6 und 7 Strähnen. Durch dieses Hochziehen seht ihr eure Strähnenstärke. So. Mit der einen Hand hebt ihr die Strähne nach oben an, ihr baut auch eine Spannung auf mit der anderen Hand. Nun öffnet ihr und greift mit Daumen und Zeigefinger der linken Hand oberhalb des Stielkamms die Haarsträhnen, und mit dem Stiel drückt ihr gleichzeitig das Ganze nach unten. So. Kämmt das Haar einmal durch, nehmt es hier wieder zwischen Mittelfinger und Zeigefinger auf, benutzt den Daumen und Zeigefinger wie eine Zange der rechten Hand, nehmt das Passé mittig zusammen und greift mit der anderen Hand wieder um. Nun nehmt ihr eure Folie auf, hebt das Passé nach oben an, legt die Folie schön gerade und waagerecht an den Haaransatz und haltet die Spannung mit Daumen und Zeigefinger, indem ihr das Passé etwas gegen den Körper drückt. Streicht das schön mit senkrechten Pinselstrichen ein. Eure Hand ist gerade wie ein Brett. Nehmt nun die Folie, knickt das Ganze mit Daumen und Zeigefinger schön glatt und flach machen. Auch mit dem Stielkamm einmal entlang streichen, mit dem Stiel in der Mitte halbieren, wieder entlang streichen, von der Seite her das Paket zupacken, und zwar dort, wo die letzte Strähne sitzt. Und schon habt ihr euer erstes Action.
So, hier haben wir den Pony. Auch hier ist es wichtig, um saubere Konturensträhnen zu haben, von der Mitte ausgehend eine waagerechte Linie nach links abzuteilen und auch eine waagerechte Linie nach rechts abzuteilen. Hier werden wir auch sauber unsere Konturensträhnen fädeln. Schaut es an euch und hier seht ihr ganz genau, dass die Kundin auch ganz saubere Konturensträhnen behält. Und an diesem Punkt haben wir nun zwei Möglichkeiten zu strähnen. Ist es eine Scheitelfrisur, ermitteln wir den Scheitel der Kundin, ob links oder rechts. Und würden nun hergehen und würden waagerecht zum Scheitel arbeiten, in waagerechten Linien. Die zweite Möglichkeit ist, in waagerechten Folien über den Scheitel zu gehen. So, ihr Lieben, Petro hat euch jetzt wirklich sehr ausführlich die Kreativ Classics gezeigt. Ich möchte noch mal kurz die Zeit nutzen, um sie euch zu wiederholen. Wir haben angefangen mit den Abteilungen. Einmal mit einer Hufabteilung vom Ohrkante vor dem Wirbel zur anderen Seite. Dann mit Abteilungen in der Kopfrundung auf beiden Seiten parallel und zur Ecke hier in den Wirbelbereich. Das ist unser Hinterkopf und die zwei Seiten, die hier entstanden sind, sind die Seitenabteilungen. Zum Schluss eben oben unser Karree für die Oberkopfabteilung. Nachdem ihr euch den Kopf abgeteilt habt, beginnt ihr im Nacken hier mit einer dünnen horizontalen Linie in der Kontur. Meistens mit einer Folie, wenn es eine breitere Kontur ist, mit zwei Folien. Danach legt ihr die Folien immer parallel, also praktisch horizontal weiter. Und die Dicke der Folie ist euer Passé. Und es wird hier zu dritt zum Beispiel eine Folie gelegt. Oder wenn ihr hier oben wieder schmaler am Kopf werdet, habt ihr zwei Folien, die ihr setzt. Die Seiten werden dann diagonal begonnen, diagonal parallel auch wieder zur Kontur und ich zeige es wie in meinem Finger, wie ein Fächer nach oben dann gearbeitet. Das heißt, es gibt hier so einen Fächer und die letzte Linie ist dann horizontal und am Vorderkopf hatten wir ja gesagt, an der Kontur zwei Päckchen legen, damit ihr schön an die Kontur kommt. Hinten dran wird dann nochmal ein Ausgleichspäckchen gelegt und dann entscheidet ihr, ob ihr das Ganze horizontal weitersträhnt, also quer über den Kopf. Das ist hier bei diesem Kopf der Fall. Da sind wir horizontal über den Kopf gegangen. Meistens benutzen wir das bei kürzer gestuften Haaren oder aber wenn wir vielfarbige Strähnen haben, also sprich rot-gelb-grün, damit das Ganze gleichmäßiger von der Farbe her über den Kopf läuft. Und hier ist nochmal der Kopf von Petro. Das ist die zweite Variante für den Oberkopf. Er teilte sich den Scheitel ab und strähnte zum Scheitel mit der Abteilung. Das heißt, die Linie des Scheitels gab auch die Linie der Abteilungen wieder. Ja, und die Technik ist wirklich eine Übungssache. Das heißt, hier würde jetzt das Schlusswort super passen, Übung macht den Meister. Weil je besser und sorgfältiger ihr diese Strähnentechnik könnt, umso schöner werden die Ergebnisse für eure Kunden. Und genau da sind wir ja wieder bei unserer Mission Education im Homeoffice. Wir wollen nämlich... Petro? Andy? Die Welt nach der Krise schöner machen. Deswegen trainiert schön und habt viel Freude mit den Kreativ Classics von Pam. Ciao, ihr Lieben. Tschüss, ihr Lieben. Vielen Dank.